Hallo Milka Melika, heute mache ich mein erstes Interview und mein Interviewpartner ist mein Papa. Ja, Papa, genau. Der ist heute dein erster Interviewpartner, der Rudi. Mhm, so ist es. So. Auf der Terrasse. Ja, auf unserer neuen Terrasse. Ich habe 9 Fragen vorbereitet. Zu 3 Themen immer 3 Fragen. Einmal zu Corona, einmal allgemein und einmal genau zu dieser Person oder halt. Passend zum Interviewpartner. Passend zum Interviewpartner. Genau. Vater. Ja. Zum Interviewvater. Ich bin dein Interviewvater. Ich habe halt zu jeder von den 3 Sachen 3 Fragen vorbereitet und... Dann wollen wir gleich mal loslegen, oder? Ja. Dann lies mir deine Fragen vor. Also, du sagst jetzt vor. Ist die erste Frage, was ist dein Lieblingsessen? Oh, mein Lieblingsessen. Ich glaube, mein Lieblingsessen sind Ravioli. Weil da kann ich nämlich alles reintun, auf was ich gerade an Gusto habe. Und ich habe einfach ein schönes, wunderbares... Teigtascherl mit dem drinnen, was ich gerade mag, und dazu eine Sauce, die passt zu dem, was drinnen ist. Du hattest ja auch eine Fabrik sozusagen. Richtig, ich habe ja auch einmal eine kleine Ravioli-Fabrik gehabt, das sozusagen. Ist richtig. Eine kleine. Noch haben wir nicht nur sozusagen, sondern haben wir wirklich gehabt, ja. Okay, gut. Nächste Frage. Kommen wir zur zweiten Frage, nämlich was ist deine Lieblingsfarbe? Also ich würde sagen, meine Lieblingsfarbe ist eine Mischung aus Blau und Grün. Türkis. So in der Art, ja. Wobei es gibt ja keine Farbe, die so genau... Doch. Türkis sind viele Farben, oder? Oder ist eine Farbe? Ja, schon eine. Okay. Ja. Okay. Zum Beispiel im Hintergrund, das Happy Birthday ist... Das ist für mich das Happy Türkis. Birthday, gell? Ich habe einen Geburtstag, ja. Gestern war es für den anderen. Nur 18, das stimmt nicht ganz. Und die kleinen Details müssen wir nicht achten. Okay, gut. Okay, nächste Frage. Und die dritte Frage von dem ersten Blog. Von dem ersten Blog ist, was machst du in deiner Freizeit? In meiner Freizeit tue ich basteln. Bauen. Ja, bauen eher. Bauen, momentan bauen, weniger basteln, richtig, wenn wir ein Haus sanieren. Aber das macht natürlich auch irrsinnig viel Spaß, und wenn man sich anschaut. Wie man hier im Hintergrund sieht, haben wir eine wunderschöne Terrasse mittlerweile. Auch die Sommerküche, die hinter uns ist, die ist wunderbar und toll. Und vielleicht wird das auch die Kulisse für das eine oder andere zukünftige Video diesen Sommer noch sein, dass vielleicht die ein oder anderen Leute. Haben wir nicht gesagt Interview? Oh ja, habe ich gesagt? Nein, habe ich nicht gesagt. Stimmt. Das Video gesagt. Also für das eine oder andere Interview wird das vielleicht einmal die Kulisse sein, aber auch für das eine oder andere Video, weil wir wollen ja, du willst ja, hast gesagt, ein paar Kochvideos auch machen. Und da kann es natürlich sein, dass bei den Kochvideos es vielleicht kein Fehler ist, wenn wir auch da sind. Ne? Ja. Das sehen wir aber dann eh, wenn es soweit ist. Ja, gut, das waren einmal die 3 Grundfragen. Das ist echt nett. Und was dann kommt jetzt? Jetzt kommt Corona-Fragen. Aha, gut. Die erste Frage von Corona ist, wie stark betrifft dich die Corona-Maskenpflicht noch? Gut, also die Maskenpflicht ist für mich persönlich eine eher... Wie betrifft sie? Wie sie mich betrifft, okay. Also, wie betrifft mich die Maskenpflicht? Eigentlich so gut wie gar nicht, weil ich ja zu Hause sitze und programmiere die meiste Zeit und ganz, ganz wenig unter Leute komme. Daher betrifft mich die Maskenpflicht momentan überhaupt nicht. Aber es wird möglicherweise sich wieder ändern. Das werden wir sehen. Bis heuer wird das Jahr. 2020 ist ein spezielles Jahr. Gut, nächste Frage. Die zweite Frage von Corona ist, was hältst du von dem Thema Masken tragen? Generell. Generell? Ah, was halte ich? Jetzt ist die eigentliche Frage. Ja. Ich halte nicht viel davon, weil es dient nur der Volksbesänftigung. Leider so, dass die Maske für Bakterien unter Umständen helfen kann, das zu verhindern, bei Viren nicht, aus dem ganz einfachen Grund. Bakterien leben in der Tröpfchenverteilung, das heißt, wenn man spricht, dann spuckt man immer, man
Verteiltröpfchen, da sind Bakterien drinnen, die kann man mit der Maske verhindern. Was man nicht verhindern kann, sind Viren, weil Viren leben nicht im Tröpfchen, sondern die leben im Aerosol. Und das Aerosol, das atmen wir aus. Und wenn man einmal vor eine Maske eine Brille so quasi so verkehrt drauf hält, dann sieht man, dass die Brille auch benebelt. Ja? Und das ist das Aerosol. Und dieses Aerosol geht durch die Maske durch, es wäre die Maske gar nicht da. Also das ist minimal. Das ist nur, die Maske ist dazu da, das fällt. Die paranoiden Menschen unter uns zu beruhigen, weil de facto bringen tut sie gar nichts. Ist so. Wissenschaftlich erwiesen. Gut. Nächste Frage. Wo war es die blödeste Situation, eine Maske zu tragen? Okay, gut. Das ist eine lustige Frage, ja. Wo ist es am blödesten, wenn was anstrengend tust, wenn es beim Lagerhaus, ja bei mir, wenn ich im Lagerhaus stehe und hole Mineralwasser und tue da auch Kisten aufladen und muss dabei eine Maske im Gesicht tragen, das ist blöd, weil ich kriege keine Luft, ja, und ich hechle wie ein Hund und warm ist mir auch, weil es eh schon 25, 30 Grad hat und da eine Maske zu tragen ist einfach nur schwachsinnig, ja, vor allem weil es sinnlos, ja, und das finde ich einfach dumm, aber ja. Gut. Gibt es noch welche Fragen zu Corona? Nein, nur diese drei, nein, oder? Ja. Das heißt, jetzt kommen wir wohin? Dann zum letzten Block. Mhm. Nämlich, wofür interessierst du dich noch? Abgesehen von meinem, Programmieren. Job. Genau, vom Programmieren. Ja. Wahrheit. Wozu interessierst du dich noch? Achso, wofür interessiere ich mich noch? Abgesehen von meiner Arbeit und für dich und für meine Frau und für unser Leben hier. Wofür interessiere ich mich noch? Ich interessiere mich sehr für die Natur. Ich interessiere mich extrem viel für Ernährung. Das sind für mich spannende Themen. Kochen. Ja, genau. Kochen ist natürlich ein Thema, das uns sehr bewegt und das mich sehr interessiert. Und was interessiert mich noch? Unser Gemüsegarten. Das ist Kochen, heuer leider nicht, nächstes Jahr erst wieder. Und was interessiert mich noch? Ja, eigentlich alles, wo man lernt. Alles, was mein Gehirn reizt. Und dann noch die zweite Frage vom letzten Blog ist, wie bist du auf Programmieren gekommen? Warum ich zum Programmieren angefangen habe? Okay, ja, gut, spannende Frage. Wie bin ich auf Programmieren gekommen? Vor circa 20 Jahren. Das ist eine lange Zeit vor dir, habe ich in Österreich versucht, wieder Fuß zu fassen, nachdem ich fast 20 Jahre im Ausland unterwegs war. Und habe dann Marketing für eine Firma gemacht, den Vertrieb. Diese Firma hat, der Besitzer der Firma, der Programmierer war und ich war der, der verkauft hat, der hat mich dann ein bisschen übers Haxel gehauen, ein bisschen sehr, und belogen. Und betrogen und daraufhin bin ich hergegangen und habe dann mir gedacht, wenn so ein Idiot programmieren kann, kann ich das wahrscheinlich auch. Und siehe da, 20 Jahre später habe ich eine EDV-Programmierfirma, habe beim Programmieren einige wirklich tolle Sachen erreicht und einige wirklich sehr tolle Programme geschrieben. Ja. Unter anderem mein Kellerbuch ist ein Produkt, das ich geschrieben habe, Werkverzeichnissoftware, die ich geschrieben habe. Also ich habe Programmieren sehr gut gemeistert. Ich bin ein relativ guter Programmierer für Web-Applikationen in erster Linie, Server-Client. Und so bin ich zum Programmieren gekommen, weil ich mir einfach gedacht habe, wenn so ein verlogener Typ Programmieren lernen kann, dann kann ich das auch. Dann noch die dritte und die letzte Frage von überhaupt ist, was sind deine nächsten Ziele? Also was sind meine nächsten Ziele? Also mein nächstes Ziel einmal ist, dieses Haus fertig zu sanieren, wo wir jetzt wohnen, damit das wirklich ein Paradies ist. Ja. Und das Ziel danach wird sich irgendwo in Richtung Wasser bewegen. Das heißt, das Ziel danach wird sein, ein Boot zu bauen. Ja. Und eine Yacht. Am besten eine Yacht, ja. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen, aber es wird einmal realistisch gesehen zuerst einmal sein 8-9 Meter Motorboot werden. Und mit dem werden wir dann ein bisschen im Wasser herumplanschen und wenn wir es schaffen, dann fahren wir mit dem Boot zu deiner Schwester nach Norwegen. Das ist so mein Ziel, wo ich mich sehe in 10 Jahren circa, dass wenn du dann alt genug bist, mit mir da mitzufahren, dann werden wir gemeinsam mit dem Motorboot von
Deutschland ins Wasser schmeißen und schauen, dass wir von dort nach Norwegen aufkommen. Ja? Gut. Dann freue ich mich über das Interview, dass dich der erste Interviewpartner war. Dankeschön. Und ich wünsche dir noch viel Glück bei deinen weiteren Interviews. So, jetzt war es das mit dem Interview. Es hat mich auch sehr interessiert, weil ich viele Sachen noch gar nicht wusste. Zum Beispiel, dass dieser eine Programmierer ihn belogen hat. Mhm. Das wusste ich gar nicht. Und ja, es hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Mich würde sehr freuen, wenn ihr unten in die Kommentare eine Video-Idee schreibt. Und ja, im Sommer werde ich noch weitere Interviews machen. Mit wem? Das wollen wir noch gar nicht verraten, mit oder? Mit wem verrate ich nicht. Noch nicht. Aber es gibt schon einige ganz tolle Interviewpartner, die da auf der Linie sind. Unter anderem, so viel können wir schon verraten, oder? Gar nichts verraten? Nein? Okay, na, wir verraten gar nichts. Gut. Okay. Und ja, ich hoffe, dass wir euch gefallen. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Das ist da unten. Und ein Like würde mich auch sehr freuen. Und ja, auf meinem Papa-Kanal, auf Papas Kanal, da wird jetzt auch noch ein Interview kommen. Mhm. Wo ihr mich interviewt. Genau. Damit fange ich wieder an mit Videos machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und schaut auch auf Papas Kanal vorbei. Okay. Sag mal, wie du heißt auf YouTube. Derrudi.at. Da reinschreiben. Derrudi.at. Wir werden es unten verlinken in den Kommentaren, ganz einfach. Okay. Tschüss.